singst in welcher Sprache? Ich singe auf Lingala, ja, die Nationalsprache der Kongolesen. Und ja, diese Sprache spricht man in Kinshasa, in Kongo-Brazzaville, teilweise auch Gabun, teilweise die Grenze und Kamerun und so. Und die singen meistens, es geht, also das ist genauso, viele Leute denken, ja, die engagiert sich so viel für Politik, da singt sie auch, macht sie auch ganz viele politische Lieder. Nein, es geht erstmal um mich selber. Ich singe über mich selber und das, was ich erlebe und das, was ich verarbeite, das hat das meistens nicht mit meiner Freundin zu tun oder so, weil die ist eigentlich ganz nett zu mir. Immer ist es, wenn es, wenn die Dinger nicht richtig funktionieren, zum Beispiel in meiner Familie nicht richtig funktionieren, dann fange ich an zu texten, weil da sind die Leute, die mir am nächsten sind, die Leute, die mir liegen, ne? Und die, ja, wo auch die meisten Probleme entstehen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in der Schule bin oder so, ich werde auch nicht mein Zettel verschwenden, für eine Kollegin einen Song zu schreiben, nur weil sie mich geärgert hat oder so. Dann sag ich mal, diese Ehre tue ich zum Beispiel nicht, aber wenn es meine Familie gibt, oder meine Schwester oder mein Bruder oder meine Mutter oder mein Onkel, irgendjemand, der mit mir in Verbindung steht, daraus entsteht der Afroplast. Ich bin ein Familienmensch, ja. Also das ist die Basis von meiner Musik, ja. Und nicht, weil Angela Merkel irgendwas gemacht hat, was mir nicht gefällt, oder Kabila oder so. Und ich versuche dann einen Song zu schreiben. Das muss aus mir rauskommen, ne? Also meistens geht es um mich selber. Das sind meine Songs über mein Leben, weil ich schon hart genug, ne, um darüber zu reden und darüber zu schreiben, und dass ich mir nochmal Sorgen machen muss um meine Kollegen oder so, für den auch nochmal Text schreiben. Ne? Jetzt hört man ja bei dir beim Reden schon, dass du eine sehr eigene Stimme hast. Ja. Und das hört man beim Singen auch. Also die ist ja schon freundlich, ne? Ja, das war sehr positiv gemeint. Ja. Und das habe ja nicht nur ich festgestellt, sondern auch viele andere. Und da gibt es ein kanadisches Magazin, was dich gerade zu einer der 5 besten Nachwuchs-Weltstimmen gewählt hat. Ja, ich habe das auch mitgekriegt, hat mein Mann erzählt. Also ein kanadisches Magazin. Ja. Wie kommt man nach Kanada? Also, du warst noch nicht in Kanada. Mhm. Also, wie kommt die Musik von hier nach Kanada? Dass die, ja, dass die das überhaupt bewerten können. Das Internet, ne? Ah. Ah, das könnte sein. Internet, also, wieder was gelernt, auch in Kanada gibt es voraussichtlich Internet. Ich bin sehr aktiv im Netz praktisch, wenn ich nichts zu tun habe oder keine Klausur schreiben muss oder sonst was. Dann sitze ich da und arbeite genauso viel wie mein Mann und checke da und schicke mal Werbung hier und schicke mal Poste da und so weiter. Und bevor diesen Artikel gekommen ist, ist noch ein anderer Artikel rausgekommen. Da hat ein Kongolese aus Frankreich geschrieben, ich bin nämlich die neue kongolesische Diva, also Newcomer, die neue kongolesische Diva. Ja. Ah, okay, Diva. Genau. Das heißt, dann müssen wir uns jetzt besonders in Acht nehmen. Genau, ich habe auch eine Peitsche zu Hause. Ah. Aber zu Hause. Ja. Aber also du willst wissen, wie es dazu gekommen ist. Ja, ich möchte also gerne wissen, weil es gibt ja viele Leute, die Musik machen, die auch die über das Internet verbreiten, ja, und so weiter und so fort. Aber es gibt nicht so viele, die ich jetzt so kenne, die dann auch über die eigene Stadt, über das eigene Land hinaus bekannt. Also ich habe immer gesagt, es ist alles vorbestimmt bei mir. Ja, also das ist, ich sage immer, es kann jemand geben, der kann, hat eine tolle Stimme, der hat das studiert und so hier und da und alles versucht, das kann. Aber wenn es nicht vorbestimmt ist, kannst du 100 Jahre singen, da wird nichts. Ja. Also gibst du mir keine Hoffnung so mehr. Und das Problem habe ich nicht, weil bei mir ist alles ist bestimmt. Ich komme genau, bei den Kongolesen komme ich genau nach richtiger Zeit. Wir nennen das auf Lingala Elimaya Zakumba. Elimaya Zakumba ist ein Spirit. Dieser Spirit kommt in bestimmten Zeiten. Das kommt nicht
alle 5 Jahre, das kann man nicht sagen. Also wenn jemand nur in Afrika sagt, in Lima ein Sankoma, das ist ein Spirit. Also für euch Deutschen ist das wie ein Stern, ein neuer Geist. Also jemand, der plötzlich aus einer Sache rauskommt und dann plötzlich ist die Person ein Star. Ohne dass die Leute ihn gewählt haben oder die Leute, das Publikum oder so. Man muss sich auch nicht dafür ausziehen wie Beyoncé oder so, ne? Plötzlich auf dem Plakat nackt oder so, um gesehen zu werden. Sondern ich kann bleiben, wie ich möchte, aber ich bin da. Ja? Das ist dieser Spirit, was die Kongolese, also ich bin für die Kongolese ein Spirit. Das ist ein Geist. Also für euch Deutsche ist ein Stern. Also ein neuer Star ist rausgekommen. Ja? Und deswegen kommen die ganzen Artikel jetzt, ist einfach, weil es alles vorbestimmt ist. Ja, weil ich muss nicht 100 Jahre singen, um ein Star zu werden. Was bei uns jetzt vorbestimmt ist, dass wir mit der Zeit durch sind. Ach so. Ja. Und das bedeutet, für die, die schon mal hier waren, bei uns gibt es Musik. Live-Musik. Jetzt dürft ihr zweimal raten. Nee, ihr dürft nur einmal raten. Ihr dürft nur einmal raten, von wem die Musik jetzt kommt. Vom Spirit. Dann hören wir jetzt ein bisschen Afroplastik. Ja.